Hallo und moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder bei Lass mal schnacken. Natürlich nicht auf dem gelben Sofa, wie Sie es gewohnt sind, aber wir machen so eine Videoschalte und es lässt sich leider nicht ändern in dieser Zeit, aber Hauptsache, wir können überhaupt was machen und Sie weiterhin unterhalten mit netten Gästen. Diesmal habe ich mir wieder eine Dame eingeladen, die ist bei der Stadt Kiel beschäftigt und es ist Leiterin des Ehrenamtsbüros, eine Tätigkeit, die jetzt sehr viel Spaß macht. Und ich schalte jetzt mal nach rechts rüber und ich darf Ihnen die vorstellen, Alexandra Hebestreit. Hallo Alex, grüß dich. Hallo Gerd. Alles gut? Alles wunderbar. Ich bin noch etwas ungewohnt mit dem Medium, aber wir arbeiten dran. Ja, das geht mir ganz genauso. Ist nicht ganz so einfach, aber man muss sich einfach dran gewöhnen. Ne? Genau. In dieser Zeit hast du da eigentlich viel zu tun oder nicht so sehr viel zu tun? Doch, wir haben sehr viel zu tun, weil wir mal wieder diese großartigen Kieler jetzt kennenlernen, die wir immer wieder neu großartig kennenlernen. Und die Hilfsbereitschaft ist wirklich immens. Und insofern, so schön das sich auch anfühlt, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Das ist ja schön. Und dadurch wird natürlich auch die Bevölkerung so ein bisschen entlastet, dadurch, dass du viele Leute vermitteln kannst, gerade so in den Betrieben, die jetzt auch liefern dürfen oder auch können. Ich denke mal so an die Einzelhändler, die können, das sind ja nur ständig, wenn man das sieht im Fernsehen, am Packen und am Tun und am Zuliefern. Und da werden sicherlich die Hilfskräfte gebraucht, oder? Naja, wir vermitteln tatsächlich in erster Linie natürlich Ehrenämter und das bedeutet, wir beschränken uns, weil das natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen jetzt gerade so hergeben, auf kontaktlose Hilfe. Das heißt, wir vermitteln in erster Linie Einkaufshelfer für Menschen, die zur Risikogruppe gehören zum Beispiel und sich jetzt eben nicht mehr vor die Tür trauen im Moment und das ja auch nicht sollen. Oder aber Menschen, die in Quarantäne sind und dann jemanden brauchen, der für sie einfach einkauft oder mal einen Botengang macht zur Apotheke oder sonstige Dinge oder sogar auch nur den Hund ausführt. So, wir fangen mal jetzt an mit deinem Geburtstag, 9.12.68 in Witten an der Ruhr. Hast du da noch so ein bisschen eine Erinnerung an deine Jugendzeit? Ja, ich war da ja 18 Jahre lang. Ich bin dann mit fast 19 da weggegangen und das war eine traumhaft schöne Zeit, die sich natürlich jetzt so im Nachklapp, je älter man wird, noch traumhafter darstellt, als sie vielleicht in Wirklichkeit war. Vielleicht war sie es aber auch wirklich. Ah, schön. Und dann bist du dort auch zur Grundschule gegangen? Ja, ich bin da zur Grundschule gegangen, in die Grundschule am Brenchen. Aha. Alex, hattest du so während deiner Schulzeit so besondere Leidenschaften, sagen wir, irgendwas Sportliches oder Schauspielerisches oder was so Mädchen so haben? Was so Mädchen so haben, ist schön. Ja, ich hatte jahrelang tatsächlich ein Pferd. Also ich war so ein richtiges Pferdemädchen, da es natürlich sehr viel Pflege brauchte. Und meine Mutter hat zu mir immer gesagt, wenn der Tag 24 Stunden hätte, auch den würdest du noch ausfüllen. So ähnlich lebe ich, glaube ich, seitdem immer noch. Ich habe gleichzeitig eine Theatergruppe gegründet mit anderen zusammen. Wir haben jahrelang Schauspielerei betrieben, recht professionell, würde ich mal sagen. Also wir waren schon gar nicht so schlecht. Und dann habe ich noch diverse andere Ehrenämter gehabt. Also diese Ehrenamtskarriere, die war schon ganz früh in meiner Jugend angelegt. Aber toll, das war eine tolle Jugend gehabt, ne? Ja, hatte ich. Wunderbar. 78 hast du dann die Schule gewechselt, die Volksschule, und bist aufs Gymnasium gegangen. Genau. Auch in Witten oder wo war das Gymnasium? Das war immer noch in Witten. Das war das ehemalige Jungen-Gymnasium, das Ruhrgymnasium in Witten in der Innenstadt. Aha, wunderbar. So, jetzt kommen wir mal zum Abschluss des Studiums. Ich weiß ja, die Jungs haben immer gesagt, so, jetzt muss ich nach Amerika. Aber du hast auch etwas Besonderes gemacht, ne? Also ich bin nach dem Abitur dann nach Amerika gegangen für ein Dreivierteljahr und habe da sowas, würde man jetzt Studium Generale nennen. Ich hatte das große Glück und auch die starke Förderung meiner Eltern, das hat ja nicht jeder. Ich hatte das, bin da heute auch noch sehr dankbar für, dass ich tatsächlich einfach mal ein bisschen rumstudieren konnte und auf diese Weise eben Englisch lernen und nicht in eine Sprachschule gehen musste. Und das war eine super, super schöne Zeit. Und wo warst du in Amerika? Ich war im richtig tiefen Süden, wo auch zu der Zeit noch die Rassentrennung sehr stark im Vordergrund stand, was mich damals extrem verunsichert hat. Aus Deutschland kommen, konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Das war in South Carolina. Oh, schön, South Carolina. Ja, in Charleston in South Carolina. Ein wunderschönes kleines Städtchen. Ja. Und das Lustige war, dass die Charlestoner immer so stolz darauf waren, dass sie tatsächlich eine 200 Jahre alte Kirche hatten. Das war ihr Bauwerk, auf das sie so stolz waren, was ich mir natürlich als Deutsche überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ein Bauwerk 200 Jahre alt ist. Das war teilweise sehr witzig, so die Unterhaltung. Wunderbar. Und jetzt, wo du South Carolina warst, wir haben auch in Amerika mal eine Tour gemacht. Und da habe ich immer mal gelesen, in South Carolina sollten die schönsten Strände Amerika sein. Und ja, ich habe mir das auch angeguckt, aber war eigentlich nicht so begeistert. Ich weiß gar nicht, wo die Leute das her hatten. Das ist aber, glaube ich, auch tatsächlich eine wirklich ein bisschen amerikanische Eigenschaft. Das ist immer das Größte, immer das Schnellste und immer das Schönste. Und ich habe mir dann auch abgewöhnt, nach ein paar Monate habe ich noch gekämpft, dann habe ich mir abgewöhnt, dagegen zu sprechen, weil ich dachte, ich ändere das jetzt auch nicht. Du bist dann 1989 zurückgekommen und was hast du dann gemacht? Dann wollte ich tatsächlich Medizin studieren und musste auf den Studienplatz noch warten und habe dann im Krankenhaus 3 Monate gearbeitet, also so eine Art Krankenhauspraktikum gemacht. Dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht mein Ding ist. Also nicht nur medizinisch nicht, sondern auch die Hierarchie fand ich schwierig. Dieses ganze Leben im Krankenhaus fand ich schwierig für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, meine zweite Leidenschaft ist Journalismus. Und also habe ich angefangen, Praktika zu machen, erst bei diversen Zeitungen. Und dann bin ich während des Studiums dann zum ZDF gegangen. Zwischenzeitlich bist du auch in Frankreich gewesen. Das war innerhalb dieser Zeit, oder? Genau. Das war während meines Studiums, da hatte ich die Chance nochmal, weil ich eine Gastfamilie kannte, privat, ein halbes Jahr in Frankreich zu studieren und Französisch zu lernen. Das war einfach sozusagen aus Spaß an der Freude, weil ich die Sprache immer so gerne mochte und weil es an der Uni auch eine sehr gute Kunstgeschichte gab. Ich bin ja Kunsthistorikerin von Haus aus und habe dann da auch noch ein bisschen Kunstgeschichte studiert. Ja, du bist ja nun eine tolle Frau, die immer was um die Ohren haben muss. Und erzählst du mal ein bisschen, während deines Studiums hast du ja auch die eine oder die andere Beschäftigung gemacht, nicht? Brauchtest du das zur Unterstützung oder einfach nur, weil du irgendwas um die Ohren haben musstest? Also ich habe erstens mal immer gedacht, irgendwie, mein Gott, ich habe doch immer noch Zeit, ich habe immer noch Zeit und jetzt habe ich auch noch Zeit und dann möchte ich noch was machen. Also ich habe immer viel gemacht. Ich habe auch vor allen Dingen ganz, ganz viel gearbeitet als Hilfskraft in diversen Abteilungen an der Universität. Und dann hatten wir ja noch das große Glück, dass man im Studium noch relativ frei war. Ich glaube, das stellt sich heute ein bisschen anders dar. Und ja, so, dass ich dann einfach mal ein Jahr lang tatsächlich zum ZDF gegangen bin und als freie Redakteurin gearbeitet habe und danach mein Studium wieder aufgenommen habe. Aha, und nach deinem Studium gingst du dann nach Documenta X. Genau. Was war das für ein Unternehmen? Da habe ich in der Pressestelle der Documenta gearbeitet. Das war so tatsächlich, ich kriegte einen Anruf, hättest du Lust? Und ich habe eine Wohnung für dich in Kassel, hast du Lust? Die suchen noch Leute. Und habe ich gesagt, klar. Und habe dann sofort innerhalb von kürzester Zeit mein WG-Zimmer aufgelöst und meine 3 Koffer gepackt und bin nach Kassel gezogen für 3 Monate und hatte eine sensationelle Zeit. Also ich konnte hinter die Kulissen gucken. Ich hatte alle großen Journalistengrößen zur damaligen Zeit an meinem Akkreditierungstisch stehen. Die Hälfte davon kannte ich, die andere kannten die anderen und fand es lustig, dass ich die nicht kannte. Also so viel zu meiner Profession in dieser Zeit, aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Aber du warst ja nicht sehr lange da, du bist dann im selben Jahr nochmal zur HFN gewechselt. Genau. Hast du den Jahr nicht so wohl gefühlt oder deswegen kam dieser Wechsel? Nee, die Documenta ist ja immer sozusagen nur überschaubarer Zeitraum von 3 Monaten und dann wird die ja wieder eingedampft und nach 5 Jahren gibt es die nächste Documenta. Ich glaube 5 oder 4 Jahre, ich weiß es gerade gar nicht genau. Das heißt, die Zeit war nach 3 Monaten automatisch zu Ende und ich hatte dann eben während der Documenta-Zeit schon meine Fühler ausgestreckt und da ich immer so ein bisschen bin, naja, ich mache mal, was so kommt und oh Gott, macht vielleicht auch Spaß, hat mir jemand in der PR-Agentur einen Job angeboten, hat gesagt, du kannst ein Volontariat machen. Ich dachte, gut, okay, dann mache ich das mal. Mal gucken, wie es ist. Und wenn es mir gefällt, mache ich es weiter. Und wenn nicht, mache ich was anderes. Also, aber da warst du ja auch nicht so sehr lange da. Du warst schon eine wechselfreudige junge Dame. Jetzt kam die Gerasch-Kommunikation ins Spiel. Ja. Was war das für ein Unternehmen und wo befand sich das? Das war immer noch Frankfurt und Darmstadt und Gerasch war auch eine PR-Kommunikationsagentur und ich habe da sozusagen in beiden Agenturen teilweise ein bisschen parallel gearbeitet und die waren auch in enger Kooperation miteinander, also so ein richtiger Wechsel war das gar nicht. Aha, und war das auch zufriedenstellend? Das hat super viel Spaß gemacht, aber ich kam irgendwann an den Punkt, dass ich gedacht habe, ach irgendwie, ob jetzt dieses Unternehmen den 500. Computer verkauft oder nicht, ist mir eigentlich wirklich Lattenhagen. Ich möchte jetzt irgendwas machen, was sinnvoll ist und wo ich das einbringen kann, was wirklich mein Herzblut ist. Und das war nicht Pressemitteilungen für Computerfirmen schreiben. So, du warst ja überall mal reingerochen, da mal reingerochen, da mal reingerochen. Du warst natürlich jetzt auch gut drauf, sag ich mal so. Und kam dann einfach die Idee, so von heute auf morgen, ich kann mich gar nicht selbstständig machen. Oder war das ein längerer Prozess? Nee, ich sag mal, das war so ein bisschen das Gebot der Stunde. Ich kriegte dann irgendwie ein Kind und dann kriegte ich ein zweites Kind und dann kriegte ich ein drittes Kind und das kam doch alles relativ schnell hintereinander. Insofern konnte ich das mit der PR-Agentur tatsächlich einfach nicht mehr umsetzen, weil das technisch nicht möglich war zur damaligen, muss man ja auch schon fast sagen, Zeit. Also habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann Kunden von zu Hause aus betreut. Das heißt, ich habe morgens die Kinder gewickelt und nachts Texte geschrieben und habe so irgendwie meinen Job weitermachen können. Aha, und was war das denn? Was hast du denn gemacht, selbstständig? Das war ein Unternehmen, was sich auch mit Computern und sowas beschäftigte. Für die habe ich da praktisch die komplette Pressearbeit gemacht. Aha, und wie lange hast du das gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 4 Jahre oder so, 3 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann habe ich es nochmal versucht in der Agentur vor Ort, als die Kinder etwas größer waren. Aber das war in Frankfurt so aufwendig, dass ich gesagt habe, das steht eigentlich irgendwie in keinem Verhältnis mehr. Ah. Und dann kam ja auch irgendwie sozusagen relativ bald eine neue Variante in mein Leben. Ja, gut, okay, da wollte ich dich jetzt gerade noch fragen. Hab ich mir gedacht. Kommen wir jetzt auf 2013. Kinder ein bisschen größer schon. Ja. Und jetzt kam die Otto Group. Und genau. Mit welchen Tätigkeiten hast du dich denn dort beschäftigt? Also vielleicht, weiß ich nicht, ob ich dich damit jetzt, aber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Also wir hatten dann sozusagen, Mein damaliger Mann hatte dann ein Angebot aus Kiel. Und jetzt war die Frage, gehen wir nach Kiel? Die Alternative wäre Magdeburg oder Wiesbaden gewesen. Ich war ziemlich schnell klar, dass, falls ich was zu entscheiden hätte, definitiv Kiel meine Entscheidung sein würde. Also sind wir 2012 nach Kiel gegangen und dann musste man ja erstmal so alles installieren. Die Kinder mussten irgendwie klarkommen und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, wenn die dann alle so ganz gut klarkommen, dann fange ich mal an, mein Netzwerk abzutelefonieren und mal zu gucken, ob jemand irgendeinen Job für mich hat. Und so kam ich zur Otto Group. So, und das war dann in Otto Group? Genau. Und warst du noch selbstständig oder warst du dann dort bei der Group beschäftigt worden? Nee, da war ich noch selbstständig und habe das auch im Wesentlichen von zu Hause gemacht. Bis auf einmal in der Woche bin ich hingefahren. So. Und das habe ich dann, glaube ich, etwa ein Jahr gemacht. Ach so, ein Jahr hast du das gemacht? Ungefähr, ja. Ich glaube, ja. So, genau. Jetzt war diese wechselfreudige Dame, haben wir jetzt schon mal gesagt, war jetzt nach Kiel gekommen und so jetzt wurde Alexandra sesshaft. Ja. Woran lag das jetzt? Hast du gesagt, gut, okay, ich habe genug gesehen oder genug gemacht, nun bleibe ich jetzt mal tatsächlich sesshaft in Kiel. War das so eine Entscheidung auf dem Bauch oder war die geplant? Naja, die war ja so in erster Linie erstmal natürlich familiär bedingt, weil die Familie blieb in Kiel, also auch ich. Und ich habe den Norden immer schon geliebt. Also ich bin als Kind immer lieber ans Meer gefahren als in die Berge. Und insofern war das für mich so, yay, endlich darf ich nach Kiel und juhu, und hier bleibe ich und das Meer und hier gehe ich auch nicht mehr weg. So war die Idee. Und dann gab es diese Stelle da, die kam dann noch dazu. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich erst recht nicht mehr weg. Wie ergab sich das mit dem Ehrenamtsbüro in Kiel? War das eine Anzeige oder hat dich jemand darauf hingewiesen oder ergab sich das? Also es war tatsächlich so eine schnöde Stellenanzeige in der Zeitung und dann habe ich mich da beworben und habe gedacht, naja, hier kennt dich keiner und das ist ja so ein Netzwerkjob. Da muss man ja eigentlich ein gutes Netzwerk haben und mich kannte niemand. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann man ja vielleicht auch ändern. Ich bewerbe mich da jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, was passiert. Und es hat geklappt tatsächlich. Das ist ja großartig. Aber ja. Das ist, glaube ich, das, was das Richtige war für dich, ne? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, wenn meine Eltern gesagt haben, irgendwann hat man das Gefühl, man ist angekommen, da habe ich mal gesagt, ja, klar, habe ja noch 100 Jahre vor mir. In dem Moment, als das geklappt hat und ich so merkte, boah, das ist wirklich genau mein Baby und das ist so das, was ich eigentlich vielleicht immer machen wollte, ohne es zu wissen, weil es gibt ja diese Stelle nicht so oft. Also wenn Leute mich fragen, ja, was machst denn du da und was muss man dafür studieren, dann sage ich, ja, dafür gibt es nichts, was man studieren kann, das macht man einfach so. Dann war das wirklich so genau das, wo ich denke, ich glaube, darauf habe ich immer hingearbeitet. Ich habe es nur nicht gewusst. Großartig, das ist ja ganz toll. Ja. Gab es die Stelle schon oder ist sie durch dich neu eingerichtet worden? Nee, die Stelle gab es schon. Also das Ehrenamtsbüro gibt es im Prinzip schon seit 2006 in unterschiedlichen Dimensionen und Führungen und so. Und vor mir gab es schon eine Vorgängerin, die das hauptamtlich gemacht hat, oder zwei gab es, und die hat mich dann auch tatsächlich eingearbeitet und hat mir noch ganz, ganz viele Tipps gegeben und mich da wirklich auch in diese Welt entlassen, weil Kiel muss man ja schon auch irgendwie die Leute kennen und dann ist ja das Leben wirklich extrem einfach, muss man sagen. Also die Tätigkeiten, die du dann gemacht hast, oder zu den Tätigkeiten, die du gemacht hast, kamen 2015, kamen noch Tätigkeiten hinzu. Waren das artfremde oder? Nee, wir haben dann natürlich 2015 in der großen Flüchtlingshilfe haben wir ja dann das Thema Flüchtlingsarbeit noch dazu bekommen, was ja auch eine ganz, ganz große Leistung der Freiwilligen war, der vielen Engagierten, nicht nur in Schleswig-Holstein, aber auch. Und insofern wurde ich dann noch zusätzlich Koordinatorin für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und habe mir das mit zwei Kolleginnen geteilt, diese Stelle. Und wir haben praktisch den Teil Engagement bearbeitet. Aha, und dann war das ja in Ordnung alles, dass ihr dann auch zeitlich damit zurechtgekommen seid? Genau, also das ist ja sowieso, ich meine, du kannst das ja schwer trennen. Es ist ja nicht so, der für den Engagierten, der in der Flüchtlingshilfe arbeitet, arbeite ich aber von 9 bis 10. Und dann kommen die, die im sozialen Bereich arbeiten, und dann nehme ich noch die so, also das vermischt sich ja sowieso alles. Es ist dann ja nur immer so ein bisschen so die Sache, welche Töpfe gibt es, welche Schwerpunkte der Aufgaben gibt es und wie wirst du bezahlt und wie rechnest du das nachher ab? Also letztlich habe ich das gemacht, was wir immer gemacht haben und was wir auch so gemacht hätten, nur dass ich eben sozusagen in Amt und Würden war für dieses Thema. Mhm. So, jetzt komme ich mal zu einer anderen Sache, Alex, und zwar eine wuselige Frau, so wie du sie bist. Das ist aber mal nett. Ja. Und jetzt dann bin noch, ich ganz ohr, jetzt geht's besser. Damit schätze ich dich einfach ein. Und, mit 3 Kindern, die hat nun auch Ehrenamter, und da ist irgendwie ein Ehrenamt mit Kalbach. Habe ich da irgendwas verkehrt verstanden, oder? Das war vorher. Also Kalbach ist ein Stadtteil von Frankfurt und wir haben ja 15 Jahre in Frankfurt gewohnt. Ja. Und in Kalbach habe ich ganz, ganz viel Ehrenamt gemacht. Da gab es einen Kinderverein, der von Eltern gegründet wurde, und die haben eine Buchmesse installiert, eine Kinderbuchmesse, und einen Kinderbuchpreis ins Leben gerufen. Und diesen Kinderbuchpreis gibt es, glaube ich, inzwischen seit fast 30 Jahren und ist einer der bekanntesten Kinderbuchpreise, die es so in Deutschland gibt, weil er nämlich nur von Kindern verliehen wird. Und also die Jury ist eine reine Kinderjury. Und das wurde rein von Ehrenamtlichen seit 30 Jahren gestemmt, und da habe ich tierischen Spaß gehabt und habe dann versucht, mit der Kieler Lesesprotte dieses Ding auch nach Kiel zu holen. Wir arbeiten noch dran, dass das den gleichen Erfolg hat wie in Kalbach, aber auf jeden Fall wird es ganz gut angenommen. Gut, und in Kalbach, das, was du in Kalbach gemacht hast, das möchtest du in Kiel auch umsetzen. Ist es damit mit verbunden mit dem Ehrenamt, jetzt kommen wir zu dem nächsten, was du in Suchsdorf machst, oder ist das wieder etwas anderes? Nee, in Suchsdorf mache ich jetzt im Moment wirklich nichts, weil das einfach gar nicht mehr in meinen Tagesablauf passt. Ich habe da so ein bisschen im Ortsbeirat eine Zeit lang gedacht, mitarbeiten zu können und so. Und dann habe ich aber gemerkt, ich werde ja auch nicht mehr 25, sondern auch schon 26. Und dann ist eben der Tag dann doch irgendwann mit 24 Stunden zu Ende. Und auch ich muss das irgendwann kapieren. Und habe dann gesagt, gut, also 3 Kinder alleinerziehend plus 30 Stunden Job, das reicht eigentlich erstmal. Ehrenamt kann ich immer noch machen. Ja, okay. Prima. Aber du bist doch irgendwo Mitglied, nicht? In dem Verein, oder wo bist du Mitglied? Ja, ich bin im Sportverein, wenn du so willst, ich bin im Spendenparlament. Fürs Spendenparlament mache ich tatsächlich noch im Präsidium mit und sozusagen in der Organisation des Spendenparlaments, was sich aber sehr gut auch mit den netten Kielern so verbinden lässt, ne? Also da bin ich tatsächlich noch aktiv. Ansonsten, ja, viel im Sportverein, was man halt so macht. Das ist eigentlich ja genug um die Ohren, ne? Ich meine wohl auch. Ja, okay. Hast du dann auch bei diesen ganzen Tätigkeiten, die du uns jetzt gerade erzählt hast, hast du da dann auch die Möglichkeit oder die Zeit für ein Hobby, wenn es das überhaupt gibt? Ja, ich weiß ja immer nicht so, das hört sich ja so blöd an und so schwülstig, wenn ich das jetzt sage, aber ich bin tatsächlich eine von den Tanten, die sagt, mein Job ist mein Hobby und das füllt mich derartig aus und ich quatsche gerne und ich treffe gerne Menschen und das tue ich alles im Job und das sind tolle Menschen und tolle Ideen und tolle Projekte, viel Kreativität, viel Engagement, viele Ideen und ich brauche immer dieses Gefühl, da ist was Spritziges, ich muss inspiriert werden und dann habe ich auch Lust zu inspirieren so und deswegen, ja, ich mache Sport, ich spiele Tennis, ich habe einen Hund, das ist auch ein großes Hobby, ich habe 3 Kinder, auch das ist immer noch ein Hobby, hauptberufliches Hobby. Ansonsten ist dann der Tag auch irgendwann vorbei, muss man sagen. Naja, ist klar, ich verstehe das. Aber es gibt viele von meinen Gästen, die sagen, gut, okay, das, was ich mache, das ist einfach mein Hobby. Und ja, genau. Ich finde das doch schön. Und du gehst ja auch darin auf, das merkt man ja auch gerade, wie du erzählst. Und das ist, aber weißt du, wenn ich das so höre, finde ich es richtig toll, dass du in Kiel das gefunden hast, was genau zu dir passt. Wunderbar, ja. In dieser wunderschönen Stadt. Ja, da sagst du was. Gut, jetzt waren wir beim Hobby, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Den Anspruch hast du ja auch. Du hast ja auch 3 Kinder jetzt, fahrt ihr in Urlaub und wenn, gibt es dann ein Ziel? Oder sagt ihr, wir machen unseren Urlaub hier vor Ort? Also das ist natürlich jetzt im Moment alles noch so ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir ja noch alle nicht wissen, wie es so weitergeht. Ich habe aber das große Glück, dass meine Eltern ein Ferienhaus am Bodensee haben und dass wir eigentlich dieses Jahr zum Bodensee fahren wollten. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Jeder darf einen Freund mitnehmen und dann ist das auch wirklich eine tolle Atmosphäre und tolle Stimmung. Aber ob wir das machen oder ob wir hier bleiben, müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Naja, dieses Jahr ist natürlich ein Riesenproblem und ob man das überhaupt machen kann, das wird sich gerade noch herausstellen. Ich hoffe, dass sich das verbessert. Aber wir müssen alle vorsichtig sein, das nützt ja nur alles nichts und wir müssen uns einfach danach richten, was uns vorgegeben wird. Ist zwar manchmal schwer, aber die Vernunft ist ja jedenfalls steht hier im Vordergrund. Ne? Ja, sehe ich ganz genauso und ich finde auch irgendwie, ich bin ein großer Feind von überegoistischen und respektlosen Menschen und ich finde, selbst wenn ich vielleicht jetzt gesund bin und das Gefühl habe, ja, wieso, du kannst doch reisen, ist doch wurscht, ja, so. Es geht ja auch immer ganz, ganz stark eben gerade bei diesem Thema geht es ja sehr stark auch um die anderen und ich finde, wir leben jetzt nicht mehr im luftleeren Raum, wir müssen jetzt einfach auch mal gucken, was rechts und links ist, das finde ich ganz wichtig. Ja, da hast du völlig recht. Ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Ja. Ich hoffe, dass dir da irgendwas einfällt. Und wir haben ja nur gehört, was du alles gemacht hast und schöne Sachen, auch nicht ganz so schöne Sachen. Und gibt es außer deinen familiären Angelegenheiten, gibt da irgendwie etwas, ein Erlebnis, ein Highlight in deinem Leben, wo du sagst, oh Mensch, ich habe ja viel erlebt, aber das war eigentlich so das Besondere, wo ich ganz gerne mal dran zurückdenke. Oh, da gibt es viele Highlights. Ich bin früher ganz, ganz viel gereist in Neuseeland, Jordanien und ich muss ganz ehrlich sagen, mein größtes Highlight war tatsächlich Jordanien, weil das war noch nicht touristisch geöffnet und wir sind wirklich von Familie zu Familie gereicht worden mit dem Rucksack und das war eine sensationelle Zeit. Wenn man das in Erlebnis nimmt, ist das mein schönstes Erlebnis, aber meine schönste Geschichte finde ich eigentlich so, die hat mit Kiel zu tun. Es war so, als die Frankfurter gesehen haben, die meint das echt ernst, die geht und wir haben jetzt versucht, sie zu halten, aber das wird nicht funktionieren. Da haben sie zu mir gesagt, du mit deiner Schnodderschnauze, du wirst doch in Kiel nichts landen. Die sind doch so wie die Hanseaten in Hamburg. Die kriegen doch die Zähne nicht auseinander und fühlen sich von dir doch eigentlich dann total genervt. Und außerdem werden die Schwimmhäute wachsen. dann habe ich gedacht, naja, okay, dann kann man ja immer noch wieder gehen, wenn es nicht funktioniert. Und ich muss sagen, Schwimmhäute sind mir nicht gewachsen. Es gibt ja tolle Funktionskleidung in Kiel. Und die Schnodderschnauze, die ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht angekommen. Also Kiel ist für mich wirklich das, was ich auch am Umfeld, an den Menschen, die beste Entscheidung, die wir in den letzten Jahren getroffen haben. Und ich glaube, ich bleibe auch noch ein bisschen hier. Das ist ein tolles Kompliment an Kiel, ey? Ja. Auch Alex, ganz ernst gemeint. Alex, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so schöne Sachen erzählt hast. Und ich wünsche dir natürlich noch viele, viele schöne Jahre in deinem Amt. Und vor allen Dingen bleib gesund und alles, alles Gute für dich, für die Zukunft. Und ja, grüß mal deine Kinder ruhig mal, denn ihr werdet euch ja diese Sendung gemeinschaftlich angucken. Sag mal so, das war jetzt Gerd Haus, oder den habt ihr jetzt auch mal kennengelernt. Also, alles Gute für dich nochmal, Gesundheit und viel Glück weiterhin. Dankeschön. Danke dir auch. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Was in der nächsten Woche ist, kann ich leider noch nicht sagen. Ich weiß nicht, die Entwicklung, vielleicht ist auch der Kanal wieder geöffnet oder aber auch nicht. Aber Sie werden ja rechtzeitig durch die Presse informiert, wer dann mein nächster Gast ist. Schön, dass Sie heute dabei waren und ich bedanke mich auch bei Ihnen und sage Tschüss und alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Danke.